Hör mal, komm hier mit, du ein Non-Bandas, Mario vs. Donkey Kong, Tipping Star. Tja, ihr wisst ja, ich hab ja, bin ja knapp Nintendo, kein Double-Evaluating-Tappen-Mitglied und habe mal Donkey Kong heruntergeladen und tja. Und dann habe ich den Kopf für ein 3DS habe ich schon weit gespielt, da bin ich schon zwei, aber im Endeffekt mit euch erledigen. Also, so ihr seid natürlich mit dabei, wir werden auch alle Level angucken, die ihr entwirft, also ihr entwirft dann und ich werde mit für euch zocken. Also, wir werden der ganze, für mich ist das blind, also kenne ich mich bei Mario bei Donkey Kong typisch da nicht aus, also mit einem kleinen Let's Play, wenn es auf 100% zocken, aber das sehen wir ja. Also, lasst natürlich ein Abo da, du bist ein Freund und geht mit Mario Donkey Kong typisch. Also, los geht's! Tja, und da geht es hier Mario vs. Donkey Kong, das sind so Mini-Roboter, die muss man dann so in den Ziel führen, also egal ob der Mario ist oder Toad, Luigi, Donkey Kong, P oder Pauline, also ja, er wird auf den Gamepad gespielt, natürlich nicht vom Spieler bis jetzt hat er Pech, so. Gerade seht ihr mal, wie es geht, also der Mario-Tor beginnt sich zu sehen, also in der erste Mini-Serie halten die Minis gut zusammen, also ja, okay. Erstelle im Baukasten deine eigene Level und teile sie dann in dann sein für. Oh, das geht gerade echt sehr. Also, Mario bei Donkey Kong Tipping Star. Tja, also wir werden das Speedrun spielen. Also es ist, bevor wir dann in die Community gehen, wird auch eine Level werden. Also werde ich dann euch zeigen. Also, lasst uns mal ein Abo, denn wir freuen uns für Mario Donkey Kong Tipping Star. Los geht's. Pauline wird entführt und Mario wird hier rennen. Tja, so geht es. Das Spiel kennt ihr ja. So, und es gibt 6 Level und 2 neu. Und ja, wir werden das Ganze komplett lösen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das bin da wo in Welt 3 sind. Aber tja, wir werden mit euch spielen. So, und nun wird gerade hier das Tutorial gemacht, also wir werden das hier, also Holperhügel, also das ist das erste Level 1-1, das ist natürlich die gleichste. So. So, das ist der einfachste Level überhaupt. Und tja, gucken wir mal, wie es dann nun wird. Das ist der einfachste Level. Da gehen wir ganz schnell hin. Also wir haben seit kommen, also 3 Sterne haben wir geholt hier. Also hier für diesen Start dieser ersten Folge. Also 3 Sterne, tja. So, mal weiter, so, 1-2 Holperhügel, 1-2 also, ja. So, also, das geht ja... Oh! Ihr... Puh! Das war gerade echt knapp, Leute. Man darf nicht darunter gehen, sonst haben wir verloren. So, das ging ja aus, ne? Also, ja.
Ja, der auch der einfachste Level hatte die am Levelsten einfach, doch dann wird es immer schwieriger. Und ja. Somit haben wir hier 1, 2 kommt jetzt abgeladen. Also 16. Passt ja. Und nun machen wir mal. Gehen wir hier auf Beenden. Wir wollen ja mal gucken, wo wir gerade sind. Dann tja, wir werden damit jetzt dann hier ganz viel. Oh, da ist gerade eine Runde gefallen. Natürlich gibt es da die Community. Ja, aktivieren. So, Profil wird es sein, also das kann dann ein bisschen dauern. Wir werden ja. Tja, also ihr baut und ich werde für euch spielen. Also. So, aber um jetzt mal baut ihr Mario Bros. Dann ganz Tipping Stars. Also, tja, es ist noch eine Aktionscode und da. Ja, also, man kann also Level spielen, also dann kann man dann das spenden. Also die Herzen auf den Meister, also tja. Das werde ich halt kurz zeigen und danach geht's dann wie mit der Story weiter. Also kann ich, werden dann ein bisschen dauern, bis das geladen ist. Tja, wir haben natürlich Internet und tja. Da haben wir dann mit der Begrüßung. Okay, das sind die Level. Ihr dürft natürlich mich hier selber. Dann selber, ihr dürft natürlich, gibt dann viele Level, also. Aber ihr dürft selber eine bauen und ich werde es dann mit euch durchsagen. Und zum Beispiel das. Tja, aber leider. Weil die Nähern, wir spielen das erst, wenn wir da irgendwie durch sind, aber. Tja. Also wir fangen. Wir machen mal wieder mit dem Spiel weiter, also tja. Und wir gehen nun zu 1-3. So, also 1-3, nächste Level. Wir werden hier immer die Hälfte machen, also 1-3 und 1-4 und dann in der Längenfolge dann die nächsten 4 Level. So. Nein, wir wollen es ja komplett machen. So. So, der also der einfachste. So, der ging ja gerade echt schnell und deswegen habe ich da mal zugemauert, damit ich. So. Und damit haben wir die Level auch komplett abgeladen. Das Ding ist auch der einfachste Level, also, tja. Ging ja auch schnell. So. Also, gucken wir mal, wir werden da. Ich werde auch manchmal auf Fällen, also, ihr wisst, wie es. Also, das heißt, also. Da war es 9 Sterne. Und machen mal ganz kurz, denn, tja. Wir werden mal gucken, wie es da. Wird, also ich glaube, wir werden hier vorhin noch ein 4 machen, damit wir dann in der Mengenfolge dann ein 5, ein 6, lecken 4 machen. Wir werden immer so in einer Folge kommen immer 4 Level. Also, wir machen mal 1, 4. So, ein 5, ein 6, ein 7 und 1 A. Wenn da ein A gibt, dann werde ich das kommen dann als in der nächsten Folge. So, ihr seht, ein neuer Zugänger ist gekommen. Also, ja, deswegen möchte ich die. Dann jetzt mal so. Also, dann natürlich wieder das einfachste Level. Also, so, wir nach unten. So, also. So. So. So, und da ist nun das Ziel. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Denn, tja. 1, Nummer 1 und also Nummer 2. Also, tja. Es kommen immer neue Leute dazu. Also, 3 Tore, Baby tot und so. Aber ich weiß es demnächst. Also, ich glaube, das war für diese Folge. Hier, erstmal, da war ein fulminanter Start hier in diese. Wir haben erstmal 12 Sterne. Cool, also, tja, deswegen geht es aber auf Beenden. Denn, wir werden es in der Neckenbock machen mit. Du hast Bundesweine,
Okay. Bonus-Level? Hä? Was ist das denn? Bonus. Tja, ihr kennt es ja. Also, tja. Okay, dann braucht er so Trophäen, um da hinzukommen. Also, wo war ich da? Ich glaube, da war ich schon bei B5. Also, aber wir haben jetzt mal 4. Wir brauchen immer weitere 4. Und die können wir erst kriegen, wenn wir dann... Die werde ich vielleicht auch zwischendrin machen. Also, zwischendrin kommt dann mal eine Folge. Tja. Also, heißt, nächste Folge geht's dann weiter. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch eine Folge davon aufnehme. Geht mal mit. 1,5. Also, die nächsten 4 Level. Das heißt, es wird dann immer so, wie wenn... Wie immer, ich werde vielleicht so 2 Folgen pro Tag machen. Also, das heißt, die haben 4 Level. Und danach die anderen 4 Level. Wenn wir an einem Tag ein komplettes Welt beenden. Also, das heißt, es gibt jetzt 6 Welten und 2 sind gleich noch gesperrt. Und die anderen sind noch gesperrt. Also, ich bin gespannt. Ihr auch. Dann schalten wir. Also, wir sehen uns dann bei der Nennbar von Mario Dungeon TV. Also, bis dann, ciao, euer Crazy Smith.